Echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber als wirklich erscheinend. Das ist die Definition von virtuell. Heute reisen wir in virtuelle Welten, Wirklichkeit ohne Wirklichkeit. Ich beginne mit dem Aufbruch, anschließend zeige ich Ihnen zwei praktische Anwendungsbeispiele und abschließend Konsequenzen der virtuellen Welt, Wirklichkeit ohne Wirklichkeit. Die Farben an meiner Gliederung dienen Ihnen zur Orientierung während meiner Präsentation. Die Merkmale der virtuellen Welt möchte ich Ihnen am Beispiel von Second Life darstellen. Bereits der Name Second Life, also zweites Leben, verrät, dass es sich bei einer virtuellen Welt um eine Parallelwelt handelt. Betreten wird diese Welt über einen Computer. Durch einen Avatar wird die eigene Persönlichkeit in der virtuellen Welt repräsentiert. Besonders wichtig ist die Interaktion. Durch den fiktiven Stellvertreter kann man mit anderen kommunizieren und die virtuelle Welt frei gestalten. Denn physikalische oder biologische Grenzen gibt es nicht. Die virtuelle Welt setzt sich somit aus einer virtuellen Gemeinschaft, bestehend aus den Avataren, zusammen und einem fiktiven Abbild unserer Wirklichkeit. Man spricht von der virtuellen Realität. Die Qualität einer virtuellen Welt lässt sich anhand der Immersion und der Interaktion messen. Die Immersion beschreibt das vollständige Eintauchen in die virtuelle Welt, sodass Fiktion und Wirklichkeit nicht mehr voneinander getrennt werden können. Die Interaktion beschreibt die Möglichkeit des Users, in der die virtuelle Welt zu beeinflussen und zu gestalten. Nun möchte ich Ihnen zwei praktische Anwendungsbeispiele der virtuellen Welt zeigen. Die Theorie vom Homo Ludens geht davon aus, dass der Mensch seine Fähigkeiten vor allem beim Spiel entwickelt. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum die Universität Harvard Jura-Vorlesungen in der virtuellen Welt von Second Life anbietet. Grund ist, dass die Immersion. Damit ist die virtuelle Welt anderen E-Learning-Angeboten überlegen. Es fühlt sich so an, als sei man in einem echten Vorlesungssaal, weil alle Beteiligten befinden sich im selben virtuellen Raum. Große Veranstaltungen sind außerdem viel leichter zu organisieren, weil internationale Dozenten müssen nicht reisen, sondern können ihren Vortrag bequem von zu Hause aus halten. Mit der Entwicklung von Head-Mounted Displays wurde es möglich, die virtuelle Realität losgelöst von festen Computern zu nutzen. Hier sehen Sie einen Nachbau einer Oculus Rift. Beispielsweise lässt sich damit eine Spinnenphobie erfolgreich therapieren. Hier sehen Sie die Konfrontationssituation. Die Spinne wird zusätzlich mit einem Holzwürfel simuliert, um das Angstgefühl zu verstärken. Welche Konsequenzen hat die virtuelle Welt? Wirklichkeit ohne Wirklichkeit? Ziel der virtuellen Welt ist die absolute Immersion des Users, sodass Fiktion und Realität nicht mehr unterschieden werden können. Damit das Gehirn die simulierte Welt als echt wahrnimmt, müssen die Sinne exakt genug angesprochen werden. Somit wird die virtuelle Welt zu einem Teil
der subjektiven Wirklichkeit des Users. Denn Gerhard Roth sagt: Die Wirklichkeit ist die Welt, die wir mit unseren Sinnesorganen erfahren können. Wir erleben die virtuelle Welt heute vor allem mit den Augen und immer noch am Computer. Heute ist rund ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland kurzsichtig. Um ein gutes Bild am Computer zu bekommen, müssen die Augen extreme Anpassungsarbeit leisten. Oder der Augapfel wächst einfach direkt in die Länge. Dann kann man aber nicht mehr scharf in die Ferne schauen. Auch das Gehirn verändert sich nachhaltig. Denn die Art und Weise, wie sich die Nervenzellen im Gehirn miteinander verknüpfen, hängt davon ab, was man mit seinem Gehirn macht. Deshalb hat mein Kollege, der Forscher und Professor Ulrich Weger, ein Experiment mit folgender Fragestellung durchgeführt. Wird das Verhalten einer Person beeinflusst, wenn sich diese mit einem roboterhaften, gefühlskalten Avatar identifiziert? Hallo. Als erstes habe ich die Probanden nach ihrem Computerspielverhalten gefragt und anschließend ihre Empathiefähigkeit getestet. Dazu mussten sie Büroklammern aus eiskaltem Wasser herausfischen. Die Idee war, je mehr Büroklammern sie aus dem Wasser holen, desto länger sind sie mit dem eiskalten Wasser in Kontakt und umso mehr Schmerzen müssen sie ertragen. Anschließend sollten die Probanden anhand von Fotos sagen, wie viel Schmerz eine andere Person wohl gerade empfindet. Beispielsweise war auf einem der Fotos eine geschwollene Hand zu sehen. Hier, genau. Und das Ergebnis meiner Untersuchung: Personen, die sich oft in virtuellen Welten aufhalten, sind tatsächlich viel weniger schmerzempfindlich als Personen, die keine Spielerfahrung in virtuellen Welten besitzen. Empathiefähigkeit wird somit nicht trainiert. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen oder den emotionalen Zustand des Gegenübers zu erkennen. Um das zu üben, braucht man echte Menschen, auf die man reagieren kann. Man hat zwar das Gefühl, in der virtuellen Welt mit dem Avatar alles bewegen zu können, aber eine wirkliche Interaktion geschieht dabei nicht. Diese Gefahr sehe ich auch beim Studieren in virtuellen Welten, denn die Nervenzellen, die bei einer Face-to-Face-Kommunikation beteiligt sind, werden nicht benötigt. Auch die Reizüberflutung durch virtuelle Welten stellt für unser Gehirn eine große Herausforderung dar. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger sagt deshalb: Wir können uns immer mehr, immer weniger lange merken. Ich hoffe, Sie können sich etwas von meinem Vortrag merken. Vielen Dank.